Und damit herzlich willkommen bei... Achso, ja, damit herzlich willkommen bei Fortnite, der Herr der Elemente, Avatar. Hallo! Hallo! Was war das für ein Video? Hast du es auch gesehen? Nee, ich schau's mal dann bei dir an, weil ich wollte es anschauen, aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Ach so, okay. Ja, Avatar, es ist jetzt Avatar-Zeit. Also es war ein guter Trailer, aber es war nicht der Trailer, der eigentlich Fortnite noch... Wahrscheinlich tue ich dann noch den eigentlichen ersten Trailer noch dazu schneiden, denke ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Avatar-Zeit. Wir sind ja wieder Zuko, Katara und Blöchen und wir alle sind da. Und die Lobby ist cool, yeah. Hinten ist am Arm im Eisberg. Das wird jetzt so eine schöne Zeit mit Avatar, das wird jetzt voll cool. Es gibt jetzt auch Meistert die Elemente, es gibt noch mehr Schriftrollen. Wir haben jetzt... Ja, Wasserbändigung mit Eistechnik, die kennen wir schon, aber wir haben jetzt auch Erdbändigung. Beschwört Erdklumpen herauf, um sie auf Gegner zu werfen und so. Und wir haben auch Feuerbändigung. Erzeugt Flammen und Feuerbögen in Richtung eurer Gegner und so. Und wir haben auch Luftbändigung, um die Mobilität zu steigern. Also alle vier Bändigungsarten sind jetzt in-game und das ist eigentlich schon echt cool, muss ich sagen. Das ist schon cool. Dann gibt es eben jetzt auch den Mini-Avatar-Pass. Der ist auch so schön. Aber du hast ja schon gesagt, es wäre echt schade. Es ist eigentlich echt schade, dass keine Musik gibt, ja. Das wäre echt süß noch. Oh. Hm. Pass läuft aus in 20 Tagen. Das haut, glaube ich, hin, oder? Drei Wochen halt. Ja, ungefähr circa. Ja. Ja, das sind so die Belohnungen. Die obere Reihe ist Free Pass. Ja, also die kann halt jeder bekommen. Die untere Reihe plus den Aang-Skin, da muss man 1000 V-Bucks ausgeben. Genau. Aber können wir mal kurz reinschauen, so ein bisschen. Da hast du das Elemente-Spray. Ja, gut, Banner der vier Elemente. Ach, das ist cool. Jeweils ein Banner. Ach, das ist wirklich cool. Dann, ja, ein Level-Up. Und dann der richtig coole Ladebildschirm, wo Charlie auf Upper sitzt, was super lustig ist. Ein sehr cooler Ladebildschirm. Ich mag den voll. Level up. Dann die Gitarre von den... Ist das nicht von den Barden? Die beim Liebesturm ja, gesungen auch. Haben? Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Ich glaube auch, gell? Super cool. Dann meine Kohlköpfe als Emote, was so lustig ist. Oh, es ist so cool. Wirklich lustig. Oh, oh. Ach, voll cool. Ich will jetzt den Kohlkopfhändler im Shop haben. So, dann auch... Ja, lachende Toff. Ein bisschen gruselig. Level up. Sokkas Weltraumschwert. Was halt seltsam ist. Wo ist Sokka? Aber ist cool. So. Dann verdutzte Aang im Premium Pass. Banner, sehr cool. Level up. Aangs Luftsphäre als Fortbewegungs-Emote, auch super cool. Mm. Level up. Momo-Mitbringer, super süß, einfach wieder Momo drin ist. Wir bekommen ist so einfach Momo, wirklich. Das ist so voll süß. Voll süß. Voll gut. Ihr schaut, es ist so unglaublich süß. Genau. Und ja, Spray, ja. Und der Luftnomadenstab. Ja, Angstwaffe halt einfach. Und Aang im Avatar-Zustand. Zu guter Letzt dann. Wie gesagt, Aang normal ist auch dabei, sobald man Premium-Pass holt. Selbst im Lego-Stil, voll lustig. Ja, das ist der Pass. Und wenn man, wir können Chi sammeln. Das sind die Chi-Punkte hier unten. Damit sammeln wir den ganzen Bums frei. Und mit Chakren, wenn wir 6 Chakren gesammelt haben, dann bekommen wir den Hängegleiter Upper, der so schön geworden ist. Genau. Der ist wirklich so schön einfach. Upper, wie süß ja. Er ist. Toll. Genau, bis 3. Mai, 15 Uhr, ist es verfügbar. Genau, so ist es. Wir beide sind ja auch echt große Avatar-Fans, ne? Wir mögen die Serie ja, so absolut. Gerne. Und das ist... Voll schön für einfach. Uns voll Pflicht hier, das ist schon echt cool. Das ist so.
Da können wir nicht widerstehen. Ja. Ach so, und ihr Coachella-Sachen sind auch gerade da. Ja. Ja. Demnach gibt's jetzt also, bringe die Welt ins Gleichgewicht, gibt's jetzt eben tolle Aufträge, Elemente. Es ist jetzt erstmal nur Wasserchakra da. Hm? In 2 Tagen folgt Erdchakra. Und ja, das nehmen wir halt auf. Immer wenn es wieder neue Sachen gibt, machen wir hier eine Avatar-Aufnahme einfach. Genau, so ist es. Deswegen, wir fangen einfach an mit Wasserchakra. Müsste ich ja beinahe auch Katara sein, aber es ist irgendwie ein bisschen Schmuh. Muss Korra sein, gar kein Bock. Ja, Wasserchakra halt. Besuche ein Elementschrein, füge Gegnern Schaden mit Wasserbändigung zu, lande nach einem Sprung aus dem Bus im Wasser. Das mache ich wohl lieber sofort. Erhalte passive Heilung durch Wasserbändigung, indem du ins Wasser gehst. Ja, zerstöre einen Kohlkarren. Oh, wie lustig. Und stelle Schilde wieder her. Das geht doch ganz gut. Das wird super. Ja. Ja. Dann los geht's, oder? Los geht's. Das wird cool. Das wird wahrscheinlich auch wieder komplette Katastrophe mit 4 Bändigungsarten, wenn die jeder nutzt. Oh ja. Aber hey. Wird safe irgendwie trotzdem cool und funny. Irgendwo. Und nervig trotzdem bei Fortnite. Aber es ist bestimmt cool zu bändigen. Ja, bändigen bockt bestimmt. Ja, ich tue mir da ein bisschen schwer immer mit der Rolle, muss ich sagen. Ja, aber dann kannst du es jetzt noch besser lernen, denke ich. Jetzt ist es ja voll... Ja, jetzt muss ich es lernen, ja. Das ist ja eine Aufgabe, ja. Es ist nicht so schwer, wirklich. Das geht schon alles. Du musst nur zielen, wirklich. Halt ja, mit L2 da zielen, da zoomt es halt einfach ein bisschen rein. Weil nur so sind die wirklich präzise. Also, ja. Schieß nicht einfach so mit R2, sondern echt erst L2, so, ja. Sonst sind die super unpräzise. Ja, ich habe ja doch auch eine Krone da, also. Was ich mal machen kann ist... Oh mein Gott, das ist so dumm. So machen. Das ist ja dumm. Gleich runter oder? Sollen ja. Wir auf die andere Seite? Nee. Schön im Wasser landen. Mach ich schon. Ich bin ein Wasserlander. Naja, was? Voll im Wassi bin ich, zack. Das wird cool. Dann machen wir halt so. Okay. Hä? Bei mir ist ein... Achso, Charakter, ja. Das sind ja die Fröschis. Das ist ja süß. Das ist ja ein Trank. Okay. Ein Besuch in Elementschrein müssen wir auch machen, gell? Was ist denn mit dir jetzt? Das ist ein bisschen laut, kann das sein? So. Ah ja, perfekt. Oh. Ah ja, danke.
bist denn du? Ich hab den Tresor aufgemacht. Tresor? Hä, okay. Ganz allein, das ist ja furchtbar. Hä, ist das ein Kohlkopfwagen oder tut es nur so? Ich weiß jetzt nicht genau. Na, probier's einfach aus. Zerstören Kohlkarren! Ja, das war einer. Oh, wie lustig. Ja, ist doch cool. Verstehe. Sau lustig. Ja, fahren wir zusammen zum Schrein oder? Ich weiß nicht genau. Ach so, ja, unbedingt. Ich weiß nicht. Ich dachte, du machst da draußen Krawall und so, deswegen. Mach gar nichts. Ich wollte dich da jetzt nicht stören. Ich mach doch gar nichts. Ach, du bist da drüben, schau an. Ja, eben. Bin ja ganz woanders und so. Hi. Hallo. Okay, dann Schüsseldorf. Hat Suko nicht eine krasse Karre? Ja, wo er die nur wieder her hat, du. Oh Mann. Von seinem Onkel? Hä? Nee, der hat doch nur so einen Teeladen. Ja, der läuft halt gut, drum hab ich ein Auto. Ach so, okay. Ja. Außerdem, ja, Lieferdienst und so, weißt schon, ja. Echt, oder? Auch Lieferando und so, oder? Ja. Krass, krass. Teelieferando, oh lustig. Hä, krass, das ist wirklich ein Tempel jetzt. Ist so, das ist ja voll cool. Mega coolos. Der ist ja mega schön. Schau, da ist auch die Musik. Das ist so schade, dass es die nicht gibt. Hä? Ja, nee. Ich weiß, wie du das meinst. Klingt nur lustig. Hör die gar nicht. Komisch. Na, aber es ist echt schön. Das ist ja voll schön gemacht. Und dann kam die Feuernation und alles änderte sich. Ja? Das ist so. Wow! Jetzt füge Schaden Gegner mit Wasserbändigung zu. Das war verrückt, ich habe noch keine Rolle gefunden bisher, gell? Ich auch noch nicht. Naja. Das ist ja meistens so, immer wenn wir es brauchen, dann. Gibt's davon hundertfach. Hier ist ein Wagen! Ja. Yeah! Da ist ein Knollenwagen. Knollenwagen. Oh, voll in die Fresse einfach. Mach weg den Kohlkopf. Hallo? Hallo, alles okay? Hallo? Hallo! Oh, alles okay, alles okay. Nicht wie das, dass hier wieder lustiger Disconnect wird oder so. Achso, nein, nein, alles gut. Okay, also ja, hier ist alles voller Müll. Ey, auf Zeiten, Alter. Also ich würde wirklich gern irgendeine Rolle finden. Wär genau, schon. Wir sind ja nicht mal so. Irgendeine Rolle wäre schon mal gut. Eben, muss ja nicht mal Wasser sein. Feuer wäre halt cool, weil ich Suko bin. Das wäre bestimmt geil. Aber halt irgendwas. Irgendwas Feines. Was Spaß macht. Bring uns was mit. Ja. Yeah. Irgendwas, was lustig. Weiß nicht, schon das Manitou ein bisschen. Keine Ahnung. Ach so, ja, stimmt. Setting. Ich dachte mal gerade so, mir kommt das alles so bekannt vor. Ja, ja. Viel Kopfgeld. Nochmal ein Kohlkarren. Hey, wirklich nirgends Rolle. Komm, Zug!
Ich bin ganz woanders. Nee, du bist... Du, gerade du bist beim Zug schon. Nee? Ach doch. Da, ich kann draufspringen. Ja, eben. Komm. Drauf. Vielleicht hat der Zug eine tolle Rolle. Yeah. Eine tolle Rolle. Das ist so. Warte mal, irgendwas... Was ist das? Oh Gott, das sind wirklich Dummheiten im Scheißkopf, oder was? Wie blöd muss man sein? Es ist unser Zug. So. Geht's noch? Wir sind die Avatar-Gang, ja? Das dürfen die nicht. Voll die Streuner. So. Hey, Moment, was ist das für ein Zeichen? Das ist ein wasserbändiger Zeichen. Da gehen wir mal hin. Okay. Tada! Das Schild wiederherstellen. Eine Clusterfuck-Granate. Was? Hier rausspringen, oder? Ja, ja. Wieder schauen, reingehauen. Ich weiß nicht, was da drüben ist. Da müssen wir zwar wieder scheinbar in den Sturm ein wenig, aber... Ich sehe dich wieder nicht auf der Minimap. Es sind so viele Bugs gerade, wirklich. Wo ist denn eigentlich deine... Was wieder? Weiß ich nicht. Ach, da. Das ist eine gute Frage. Kannst du mich bitte heilen? Hallo? Hä? Danke, sehr anständig von dir. Hä? Ich check's halt nicht. Ne? Ich sehe nichts mehr auf der Minimap. Ich habe keine Pings mehr auf der Minimap. Das ist halt dumm. Ich sehe meinen NPC nicht, ich sehe dich nicht. Ich muss immer die Karte selber aufrufen. Das ist halt wirklich dumm. Ich sehe hier aber nichts. Und wegen Rolle oder so. Oder warum da das Zeichen ist. Ich verstehe das nicht. Oh, eine Banane, okay. Du auch nicht, oder was? Oder wie? Nee, ich nehme lieber Medikits mit. Kann ich einfach nicht. Nein! Zeichen auf der Map. Siehst du irgendwas hier? Ach so, Zeichen auf der Map. Nee. Sehe ich nichts. Okay. Ich verstehe es nicht. Also ich sehe auch dein NPC nicht auf der Map oder so. Gab's hier einen Keller? Weiß nicht. Hier gab's einen Keller, oder? Ja. Ich gucke jetzt mal im Keller. Vielleicht. Nee, das ist kein Keller. Hä? Ach, was weiß ich. Dann müssen wir wieder wechseln, Dorf. Ja. Hä, wo bist du? Ja, hier, halt, wart doch auf mich! Ich sehe dich ja nie mehr auf der Minimap. Das ist dumm. Ich weiß doch auch nicht. Ich wusste nicht, ob du schon im Auto bist, weil du es verwandelt hast. Ich hab's nur gleich so hingepackt und hab vorne den Zaun weggemacht, damit wir gleich wegfliegen können. Das ist voll gut. Moin, Leute! Ein Vogel! Ein Vogel! Was meinst du mit Vogel? Der Skin ist ein Vogel. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was machen Sachen? Ich möchte zu meiner Mama. Das ist wirklich so. Oh Gott, eine erdbändige Rolle. Ah, wir müssen weg. Steig wieder ins Auto. Steig ins Auto. Okay. Mami. Nein, alles ist dumm. Au. Fuck. Schnell ins Wasser! Ins Wasser! Wo ist denn das Wasser? Hier! Ich hab irgendeine bändige Rolle, keine Ahnung. Oh geil, Feuerbändigen. Ah, aufs Trampolin! Schnell! Ah, das ist ganz schön heftig hier. Ah, Mama mia. Ah, ist ja
ekelhaft. Fischosaurus Rex wurde getötet. Das war wirklich ein bisschen krass, die Massen. Oh ja. Oh. Upsi. Was machst du denn da? Krasse Sachen. Schau. Bam. Ah, cool. Das ist schon geil. Oh, wie geil ist denn Feuerbändigen, bitte. Oh, oh, geil, danke. Es ist mega geil, dass wir den NPC haben, weil wir haben ja die Aufgabe wegen Schild, ne, füllen immer wieder. Und das macht die für uns. Das ist ja mega geil. Das ist so. Aber so im Wasser mich heilen kann ich nur, wenn ich so eine Wasserbändiger-Rolle habe, oder? Ja, ich glaube, das geht nur mit Wasser, ja. Mhm. Oh, jemand hat eine Luftbändiger-Rolle. Ach, du Aua. Scheiße. Aua. Nein, sie ist tot. Schade. Bam! Mama mia, alles sind Hibalabis! Boah, Alter, wie viele Schriftrollen hatte der bitte? Ich hab ne Wasserrolle, ich hab ne Wasserrolle! Ich weiß gar nicht, Luft? Oh Gott. Ach, Wasser, jetzt auch. Alter, was ist hier los? Jetzt beginnt es spaßig zu werden. Stressig vor allem. Aber es ist echt cool. Luftbändigung, Feuerbändigung, Erdbändigung. Moment, es kann leer gehen? Nee, Erdbändigung. Du musst ins Wasser, Gecko. Ja, aber ich bin ja voll. Ich kann mich ja nicht heilen. Das macht nichts. Es geht trotzdem. Ich bin hier drin und es zählt hoch. Hä? Wolltest du dir nur sagen, so. Bei mir hat's eins getortet. Hä? Ja, okay, danke, danke. Ach, passiv. Stimmt, wir bekommen einen Heileffekt. Drum. Ja, cool, danke. Das ist ja voll krass. Bitte, bitte. Hervorragend. Müssen wir nur noch Schaden machen mit wasserbändiger Rolle? Es stresst mich, dass ich jetzt keine Heilung mehr habe, ne? Ich will aber auch nichts davon hergeben jetzt. Scheiße. Also ich meine, ich könnte schon eine Heilung geben, so ist nicht. Nee, ich habe so gemacht. Ich habe jetzt meine Sturm einfach hergegeben. Ich meine, wir haben bändiger Rollen. Was soll das? Da ist wer. Wo? Da im Auto. Es ist Korra! Nein, ich muss nachladen. Oh, voll gut gemacht. Hartes Vorboten, das Maschinenpistole. Achso, ja, kannst du haben. Ja, die will ich gerne nehmen, ja. Klar. Bam, 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 bam. Das ist so geil animiert. Es ist so, so cool. Wirklich. Es ist schon geil. Ich glaube, das sind jetzt meine liebsten Effekte jemals. Star Wars war ja auch ganz funny. Ja, die Stars und so. Die Star Wars Mächte. Aber ich finde das hier viel cooler. Fühlt sich auch wuchtiger an einfach. Du musst wieder mit dem Trampolin fliehen. Der Sturm kommt und so. Jo. Komm her. Wem? Was? Hä? Wo bist du da? Wo bist du denn jetzt wieder? Ich sehe dich einfach nicht. Da. Ich muss weg, der ist oben am Berg, der schießt mich sonst. Komm her, komm her! Warum, wie, was? Was hast du? Ja, der ist da oben. Achso, ja, das weiß ich. Wuhu! Oh, du bist fast down.
Das war ein echtes Zuko-Geräusch. Ich bin in einen Riss geflogen. Ach so, oh, das... Okay, ja. Okay. Dann muss ich mich ein bisschen... Oh, oh. Ich glaube, der hat richtig Bock auf mich. Ich bin bei meinem Ping dann, ne? Ja, ich hab hier Stress mit deinem Gegner. Ich glaube, der killt mich jetzt gleich. Ja, ich... Oh, shit. Ja, hier sind auch zwei. Das war so klar. Echt. Nein! Achso, das ist die letzte Zone, ne? Ach, scheiße. Ich kann dich nicht mal mehr wirklich holen jetzt. Ich seh's schon, ja. Fuck. Nein! Suko, die alte Oma, lauf! Sack, zick, zack! Sack, zick, zack. Scheiße, das ist schon echt übel. Weil was die meisten machen, ist echt Erdbändigung nutzen. Das geht mir so auf den Sack. Die tun sich immer mit so einer Verteidigung. Dann, die haben dann immer einen Stein vor der Fresse, die schützen sich immer. So, aber ich muss schon sagen, ich feiere es schon, dass halt jetzt jeder mit so Bändigen fightet. Ist schon lustig, finde ich. Ist wirklich cool. Ist schon lustig. So, schon mal Spray und die 1050 Chi. Mann, krass, ich habe voll lustig hier Geräusche gemacht wie Zuko, als wenn er sauer ist. Irgendwie war das lustig. Yeah. Das war schon mal echt cool. Mhm, stimmt, es hat Spaß gemacht. Ja, da hängen wir schon noch einen dran, auf jeden Fall. Ja. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.